Sehen Sie sich die Ausrüstung der Kämpfer an. Sie haben alle Schläger. Sie tragen alle Uniformen. Von diesen Maskierten sind meistens etwa 300, maximal 500 auf dem Maidan. Aber wir müssen im Gedächtnis behalten, dass allein im letzten Sommer, allein in der Ukraine, nicht weniger als 800 Personen in speziellen Camps mit speziellen ideologischen Programmen ausgebildet wurden. Und soweit ich weiß, gibt es weitere Camps im Ausland, zum Beispiel in den baltischen Staaten. Diese Kerle erhielten eine spezielle ideologische Ausbildung im Geiste des radikalen ukrainischen Nationalismus. Sie wurden für urbane Konflikte und den taktischen Nahkampf gegen die Polizei ausgebildet. Nahkampf, Messerkampf und sogar der Gebrauch von Schusswaffen. Nach den Informationen, die ich habe, wurden sie finanziert von drei vermögenden Personen, die ihren Ursprung in Europa und den Vereinigten Staaten haben. Im letzten Video der Reportage von Russia Today haben wir ja erfahren, dass die Faschisten am Maidan in speziellen Camps ausgebildet wurden, die europäisch-amerikanisch finanziert worden sind. Das Ganze wurde sehr sorgfältig dokumentiert, daher möchte ich in diesem Video zur Ergänzung die entsprechenden Beweisfotos vorlegen. Den Link zur Quelle findet ihr in der Beschreibung. Der Experte aus der Reportage sagte, dass es solche Camps nicht nur in der Ukraine, sondern auch in den baltischen Staaten gäbe. Das hat sich bestätigt, denn diese Aufnahmen stammen der Quelle zufolge aus dem Baltikum, nämlich aus einer NATO-Basis in Lettland. Das heißt, die Kadetten wurden von NATO-Offizieren ausgebildet. Auf dem ersten Bild sehen wir die Kadetten vor der Basis Kaunatalu. Hier sehen wir die Kadetten frisch ausgestattet mit ihren neuen Uniformen. Dann geht's weiter zur Besprechung. Im Hintergrund sehen wir dann auch gleich sehr schön die Flaggen der großzügigen Sponsoren. Amerikaner und Briten. Die Angloamerikaner sitzen in einem Boot. Das ist eine wichtige Randnotiz. Weiter geht's dann mit einem Vortrag über Erste Hilfe nach Verwundung im Gefecht und anschließend wird die Verwendung von Richtminen und der Bau und die Verwendung von anderen Sprengsätzen für Attentate, Terroranschläge und so weiter erklärt. Dann geht's raus zu den praktischen Übungen. Hier sehen wir die Kadetten beim Anbringen der Richtminen. Dann noch Schießübungen mit Maschinenpistolen und Scharfschützengewehren. Und sogar mit der Panzerfaust wird geübt. Und hier noch weitere militärische Übungen. Hier sehen wir dann nochmal das ganze Arsenal und die Kadetten beim Posieren mit ihren neuen Spielzeugen. Der hier hat sogar eine deutsche MP40. Man will seinen Vorbildern ja nacheifern. Und hier dann noch ein Foto mit dem Hitlergruß, das etwaige Zweifel über die Weltanschauung der Kadetten beseitigen dürfte. Dann werden noch Urkunden ausgestellt und überreicht. Und schon sind die ukrainischen Nazis bereit für Attentate, Terroranschläge oder eben den Bürgerkrieg. Also, hier habt ihr den Beweis. Das westliche NATO-Bündnis, bestehend aus sogenannten demokratischen und liberalen Rechtsstaaten, das offiziell der Verteidigung dient, bildet ukrainische Neonazis militärisch aus, um die Ukraine zu destabilisieren, damit diese Terroristen Angriffe auf die Polizei, die Bürger und die Parlamentarier der Ukraine durchführen, um so eine demokratisch gewählte Regierung zu stürzen, was ja nun passiert ist. Und eventuell sogar, um Attentate und Terroranschläge durchzuführen oder in einem etwaigen Bürgerkrieg zu kämpfen. Und damit lasst uns auseinandergehen.